Jedes irdische Geschöpf hat eine Berechtigung, zu sein und zu leben. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, jedes Volk und jede Nation darf nach der eigentümlichen Weise, die ihm gegeben ist, sich entwickeln. Denn mit dem Baume der Menschheit verschiedene Blüten treiben und verschiedene Früchte reifen, je nach dem Boden, dem sie entstammen, und dem Himmel, der sich darüber breitet. Ha ha ha.
Jedes irdische Geschöpf hat eine Berechtigung, zu sein und zu leben.